Das sind Mark und Paula. Sie tanzen gerade das Wort Finanzierungslücke. Warum? Weil es an der Waldorfschule Eurythmie gibt. Ein Unterrichtsfach, in dem auch Worte getanzt werden. Ach so, und warum Finanzierungslücke? Na, weil es auch die an ihrer Schule gibt. Denn Waldorfschulen erhalten zwar finanzielle Förderung vom Land, sie ist aber viel geringer als für öffentliche Schulen. Deshalb zahlen die Eltern von Mark und Paula Schulgeld. Das ist allerdings per Gesetz, dem sogenannten Sonderungsverbot, gedeckelt. Denn es soll für alle Kinder bezahlbar sein, eine Waldorfschule zu besuchen. Eine gute Idee. Nur leider fehlt den Waldorfschulen jetzt Geld. Manche stehen sogar vor der Schließung. Aber Schüler wie Mark und Paula gehen sehr gern auf ihre Schule, die sie in ihrer Entwicklung ganzheitlich fördert. Sie finden gut, dass es in Niedersachsen ein vielfältiges Bildungsangebot gibt. Damit das so bleibt, fordern die Waldorfschulen, dass die Finanzierungshilfesätze des Landes ihre Schülerkosten zu 100% decken. Damit Mark und Paula in Zukunft weniger komplizierte Worte tanzen können. Alle Forderungen und Details der Kampagne finden Sie unter www.bewegdichniedersachsen.de.